Hey liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier am Sonntag bei Ankas Geblubber. Ich weiß, ich bin so ein kleines bisschen spät dran heute, aber ich hoffe, ihr habt heute auch das herrliche Wetter genossen. Endlich ist die Sonne wieder da, es war richtig warm heute und da ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn mein Geblubber erst heute Abend online geht. Wie ihr es dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute nochmal um mein Sub-ABC. Es ist tatsächlich schon über 5 Jahre her, dass ich diese Videoreihe gestartet habe. Ich glaube, das war im Januar 2016, bevor ich das erste Mal nach Namibia geflogen bin. Da habe ich diese Reihe vorgedreht, da habe ich glaube die ersten 2 Teile vorgedreht. Deswegen wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass wir diese Reihe zu einem Ende bringen. Ich hatte immer sehr viel Spaß mit dieser Reihe und habe mir auch schon eine Idee zusammengebastelt für eine weitere Subreihe, doch dazu muss ich diese hier erstmal beenden. Und das schaffen wir auch in den nächsten Wochen. Denn wir sind schon, wie ihr sehen könnt, beim Buchstaben T angekommen. Das heißt, im heutigen Video zeige ich euch all meine ungelesenen Bücher aus meinem Bücherregal, die mit T beginnen. Und dann sehe ich vor mir noch 3 weitere Bücherstapel zu den letzten 3 Teilen. Ich weiß, es sind noch mehr Buchstaben im Alphabet übrig, aber ich glaube, zu Y habe ich nicht so viele Bücher und zu, was ist es noch da hinten, V, die fasse ich dann natürlich in einem Video zusammen. Heute soll es aber erstmal um meine ungelesenen Bücher gehen, die mit dem Buchstaben T beginnen. Und da beginnen wir doch direkt mit diesem Buch. Das ist, glaube ich, eins der Bücher, die noch gar nicht so lange auf meinem Sub liegen. The Opposite of You von Rachel Higginson. Das ist erst Ende letzten Jahres bei mir eingezogen, ich meine zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und mir ist aufgefallen, dass ich ganz vergessen hatte, es euch in meinem Neuzugänge-Video vorzustellen, in dem ich euch meine letzten Neuzugänge des Jahres 2020 gezeigt habe. Ich verlinke euch das gerne, das Video gerne nochmal oben auf dem i. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt vorbei. Dieses Buch fehlt auf jeden Fall. The Opposite of You ist der Start einer Trilogie, glaube ich, einer New Adult-Trilogie, von der Ruth ganz besonders geschwärmt hat. Es ist schon eine ganze Weile her. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, gehöre ich zu denjenigen, die bei Ruths Buchempfehlungen immer wieder schwach werden. Und das ist auch gut so. Ich freue mich schon sehr auf The Opposite of You. Denn zum einen geht es hier um Vera Delane. Sie kehrt mit gebrochenem Herzen und geplatzten Träumen in ihre Heimatstadt zurück. Um wieder auf die Füße zu kommen, macht sie sich mit einem Food Truck selbstständig. Dumm nur, dass sie diesen genau gegenüber des Sterne-Restaurants abstellt, in dem Killian Quinn, der Bad Boy der Kochszene, das Zepter schwingt. Er gilt als arrogant und launisch und ist doch eine Legende. Aber die junge Frau lässt sich von dem schroffen Konkurrenten nicht einschüchtern und schon bald fliegen die Fetzen und Funken zwischen Vera und dem heißen Sternekoch. Ich freue mich sehr auf diesen New Adult Roman mit großer Food-Note. Zum einen freue ich mich auf die Einblicke in den Foodtruck, aber dann geht es natürlich auch in das Sterne-Restaurant. Ich freue mich drauf. Und auch das nächste Buch liegt noch gar nicht so lange auf meinem Sub. Totenrausch von Bernhard Eichner habe ich mir mal mitgenommen, als ich in einer Buchhandlung stöbern war. Das war irgendwann zwischendrin mal zwischen Lockdown und Lockdown. Irgendwann hatten die Buchhandlungen offen. Ich bin reingestürmt und habe dieses Buch gesehen. Ich wollte längst mal wieder etwas von Bernhard Eichner lesen und ich dachte mir hier, das wäre doch mal was. Es ist ein reduzierter Füller gewesen, irgendwie ein Mängelexemplar. Genau, da ist der Mängelexemplar-Stempel unten drauf zu sehen. Und ich habe einfach blind zugegriffen. Zu Hause angekommen, habe ich dann mit Schrecken festgestellt, dass es sich hierbei um den zweiten oder vielleicht sogar, nee, es ist sogar das Finale, um den dritten Band einer Trilogie handelt. Blöd, dass ich Band 1 und Band 2 noch nicht gelesen habe. Deswegen werde ich Totenrausch wahrscheinlich auch nicht so schnell lesen. Es müssen jetzt erstmal Band 1 und Band 2 her. Da es sich um den dritten Band einer Trilogie handelt, werde ich euch jetzt nicht vorlesen, was hinten drauf steht. Ich habe mich selbst schon genug gespoilert, glaube ich. Euch möchte ich natürlich nicht spoilern. Kommen wir als nächstes zu einer Sub-Leiche. Der Tomorrow Code, ein Thriller von Brian Faulkner, liegt schon viele, viele Jahre auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Es gibt kein Entkommen, es gibt keine Erklärung, die Natur schlägt zurück. Es handelt sich hierbei um einen Umwelt-Thriller. Es geht um Tane und Rebecca. Sie beide erhalten verschlüsselte Botschaften von ihren
zukünftigen Ichs, die sie vor einer apokalyptischen Katastrophe warnen, die nur sie verhindern können. Während sie die Botschaft entschlüsseln und sich auf das Rennen einlassen, das Richtige zu tun, um Leben zu retten, erleben die Leser Visionen eines ökologischen Desasters und eines Planeten, der bereit ist, zurückzuschlagen. Aufregend und provozierend schafft dieser Thriller ebenso überzeugend das Bewusstsein für eine ernsthafte Thematik, wie er seine Leserinnen und Leser unterhält. Ich bin gerade ganz froh, dass ich dieses Buch nochmal zur Hand genommen habe, jetzt anlässlich dieses Videos, denn die Kurzbeschreibung spricht mich überhaupt nicht mehr an. Deswegen werde ich dieses Buch einfach aussortieren und bei meinem nächsten Bummel durch Blubberhausen einfach in den Bücherschrank stellen. Machen wir weiter mit einem Buch von Simon Beckett. Tiere liegt noch gar nicht so lange, glaube ich, auf meinem Sub, wobei es ist doch schon eine Weile her. Ich habe den Autor nämlich vor einiger Zeit mal persönlich kennengelernt auf einer Lesung. Die Lesung war fantastisch, war ganz groß in Stuttgart und im Nachgang hatte man noch die Möglichkeit, kurz mit dem Autor zu quatschen und sich seine Bücher signieren zu lassen. Das ist jetzt, glaube ich, kein signiertes, nein, das habe ich mir, glaube ich, im Nachgang irgendwo mal vielleicht auch aus dem Bücherschrank oder so mitgenommen. Es sieht nicht mehr ganz so schnieke aus. Ja, ich fand den Autor einfach so sympathisch, hatte bisher noch nichts von ihm gelesen, aber wollte dann plötzlich alle seine Bücher haben. Tiere ist ein Einzelband, der jetzt nicht zu seiner berühmten Reihe gehört. Und die Kurzbeschreibung klingt schon ein bisschen bestialisch. Nigel ist sicherlich nicht der hellste, aber er ist meistens ganz guter Laune. Im Büro gibt es immer etwas zu kopieren und außerdem sind da Cheryl und Karen. Auch im Pub, den seine Eltern früher führten und in dem Nigel jetzt wohnt, fühlt er sich wohl. Es gibt hier zwar kein Bier und keine Zigaretten mehr, aber Nigel interessiert sich sowieso mehr für Fernsehen und Comics. Und dann ist da noch der Keller. Hier hält Nigel seine Mitbewohner. Dass die nicht freiwillig da unten wohnen, stört Nigel nicht. Ach ja, und auch hier habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass mich die Kurzbeschreibung nicht mehr wirklich anspricht. Deswegen würde ich dieses Buch vielleicht mal auf die Seite packen für ein Try a Chapter. Wobei, das klingt schon alles sehr bestialisch, ne? Nee, ich glaube, ich werde auch dieses Buch aussortieren. Dann habe ich hier noch einen weiteren Thriller, diesmal von Karen Rose, namens Todeskleid. Wunderschön und ich glaube, genau, dieser Thriller ist signiert. Ich habe die Autorin mal kennengelernt auf der Frankfurter Buchmesse oder war es in Leipzig, auf jeden Fall auf einer Buchmesse, damals, als es noch Buchmessen gab. Ich hatte einen Termin am Verlagsstand bei Drömer Knauer und dann wurde ich rumgeführt und habe ganz viele Autoren kennengelernt, die mir dann direkt ihre Bücher mitgegeben haben, die sie dann natürlich auch signiert haben. Das war ein unglaubliches Erlebnis damals für mich. Aber worum geht's hier? Es geht um Privatdetektivin Paige Holden. Sie ermittelt für einen Klienten, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Unschuldig, behauptet er. Doch dann wird seine Frau auf offener Straße von einem Scharfschützen erschossen. Ein zweiter Schuss fällt und verfehlt die attraktive Paige nur um ein paar Millimeter. Die Geschehnisse der nächsten 5 Minuten entscheiden über Leben und Tod. Rasant, schockierend, Hochspannung pur. Einfach genial, schreibt die Publishers Weekly. Ja, klingt spannend, oder? Der darf auf jeden Fall bleiben, schon allein deswegen, weil er signiert ist, ne? Aber, wobei, das ist, glaube ich, auch wieder eine Reihe, ne? Das ist die Todesreihe. Todesschrei, Todesbräute, Todesspiele, Todesstoß, Todesherz, Todeskleid. Ja. Kennt ihr die Bücher von Karen Rose? Wisst ihr, ob ich da mit Band 1 anfangen muss oder ist es okay, hier auch mal einen Teil mittendrin aus der Reihe zu lesen? Das letzte Buch, das mit T beginnt und ungelesen in meinem Bücherregal steht, ist dieses hier. Eine Therapie für Aristoteles von Melanie Summer. Das ist jetzt ein Buch, das ich schon mal angelesen habe. Da steckt auch noch das Lesezeichen drin. Es ist so ein Lesebändchen. Bis Seite 56 bin ich gekommen, aber es konnte mich noch nicht so wirklich in seinen Bann ziehen. Ich habe es nochmal zurück ins Regal gestellt, wobei auch hier stellt sich dann die Frage, wenn es mich nicht fesseln konnte, wieso steht es dann noch hier? Vielleicht findet es andere Leserinnen und Leser, die das Buch begeistert. Deswegen, ja, ich glaube, ich werde auch dieses aussortieren. Aber worum geht es denn überhaupt?
Aris Thibaudeau ist 12,5 Jahre alt. Nein, sie ist kein Junge. Und ja, sie ist zu höheren Berufen. Blöd nur, dass ihr kaum Zeit bleibt, sich selbst zu verwirklichen. Ständig muss sie sich um das desolate Liebesleben ihrer Mutter kümmern und ihren kleinen Bruder Max co-erziehen. Ihr Vater ist auch keine wirkliche Hilfe, denn seit seinem Tod ist er nur noch als Geist anwesend, glaubt zumindest Aris. Doch es gibt eine Lösung. Mit Hilfe des Ratgebers Roman schreiben in 30 Tagen wird Aris einen Bestseller landen. Wer braucht dann noch eine Therapie? Ja, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich so ein bisschen Probleme mit dem sehr komplexen Schreibstil hatte. Das war einfach nicht so meins. Gut, dann wird dieses Buch jetzt eine andere Leserin oder einen anderen Leser finden. Ja, das war's schon. Das waren meine ungelesenen Bücher mit Tee. Und es hat sich wirklich gelohnt, dieses Video zu drehen, denn es sind direkt ein paar Bücher aus meinem Regal wieder ausgezogen. Die Bücher, die auf jeden Fall bleiben dürfen, ist hier The Opposite of You von Rachel Higginson. Und das ist auch eins der Bücher, auf das ich mich wirklich am meisten freue. Und Todeskleid von Karen Rose wird natürlich auch nicht ausziehen. Bitte vergesst nicht, hier mir mal ein Feedback zu geben, ob ich die Bücher von Karen Rose auch unabhängig voneinander lesen kann. Naja, und fast vergessen, der Bernhard Eichner, der bleibt natürlich auch hier mit Totenrausch. Aber wie gesagt, hier müssen erst Band 1 und Band 2 einziehen, damit ich Band 3 lesen kann. Liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Bücher in euren Bücherregalen noch ungelesen stehen und mit den Buchstaben T beginnen. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Einen schönen Abend euch, startet morgen gut in die neue Woche und wenn ihr Lust habt, dann schaut auch zum nächsten Video wieder rein.